York einen Obsthändler, der immer, wenn er wenn Kundschaft danach fragt, ob es denn Bananen gäbe und er es verneinen müsste, yes, we have no bananas. Und das muss so bekannt gewesen sein und so komisch gewesen sein, wie er also da das, sein nicht vorhandenes Obst präsentierte, dass daraus ein Schlager wurde. Frank Silver und Irving Cohn haben dann 1922 diesen Shimmy draus gemacht und der ist ein Jahr später dann nach Deutschland importiert worden oder exportiert worden. Und man pflegte damals gar nicht groß zu übersetzen, diese Titel, sondern man hat einfach einen vollkommen neuen Text dazu gemacht, ausgerechnet Bananen. Bananen verlangt man von mir. Das sei wohl der Ausruf auch gewesen von Fritz Löhner-Beder, als er diesen Titel da auf seinem Schreibtisch vorfand. Und sozusagen in gespielter Empörung, dass ausgerechnet dieses Stück so Furore macht, hat er dann ein Jahr später in der Wiener Sonn- und Montagszeitung noch ein Gedicht geschrieben, wo er sich also beklagt. Was habe ich da angestiftet? Schaudernd stehe ich vor der Schlucht. Oh, ich habe mich selbst vergiftet an der eigenen Geistesfrucht. Konnte ich wissen, konnte ich ahnen, dass die Welt ins Irre hopst. Ausgerechnet durch Bananen, dieses harmlos dumme Obst. Doch geschehen ist geschehen, ich schreibe nur Prosaisches. Und ich will ins Kloster gehen. Wo ist ein Mosaisches? Ja, der Fritz Löhner hat sich seinen Großenamen Bätrich, ist also Bätrich ist Friedrich, hat sich den Großenamen dann als Namen gegeben, wenn er Schlager geschrieben hat. Also Fritz Löhner ist im heutigen Tschechien geboren. Er hat ursprünglich die Juristerei studiert, aber eigentlich schon als Schüler Gedichte und Verse verfasst, die er dann eben unter seinem Pseudonym Beder, weil er hätte als Schüler gar nicht veröffentlichen dürfen, dann in den, noch vor dem Ersten Weltkrieg nach München schickte, an die Redaktion vom Simplicissimus zum Beispiel. Er hat viele Gedichtbände geschrieben, oftmals mit dem Inhalt der Empörung darüber, dass seine jüdischen Mitbürger sich assimilieren ließen oder sich assimiliert haben. Das bedeutet, sie ihren jüdischen Namen abgelegt haben, auf dass sie in der Gesellschaft mehr Anerkennung finden, vor allen Dingen auch wirtschaftlich besser gestellt sind. Der Fritz Löhner war Präsident eines österreichischen Wiener Fußballclubs, HKA, war Librettist und wie gesagt Schlagertexter, hat einige Libretti geschrieben für Franz Lehár. Da auf dieser Bildwand sind 7-8 Titel von bestimmt 400-500 Schlagertiteln, die der Fritz Löhner geschrieben hat. Also in meiner Sammlung sind ca. 150 oder 200, ich habe den Überblick etwas verloren. Und es sind viele Titel dabei, die man ja heute noch kennt. Was macht der Meier am... was machst du mit dem Knigge, lieber Hans? Wo sind deine Haare, August? Oder Na Clara, ich habe dich tanzen gesehen. Er hat auch viele Auslandsschlager übersetzt, wie eben vorhin schon genannt. Yes, we have no bananas. Der Löhner hat, als die Nazis da schon mal in Wien umeinander pöbelten, auch einfach in dem Selbstbewusstsein, mir kann nichts passieren. Der Führer schätzt die Operetten von Franz Lehár. Ich bin sein Librettist, was kann mir da schon geschehen? Und hat da auch schon mal einfach pöbelnde SAler zusammengeprügelt, wenn sie ihn angegangen sind. Das wurde natürlich alles peinlichst vermerkt und noch in derselben Nacht des Anschlusses, sogenannten Anschlusses Österreich an das Deutsche Reich. Noch in derselben Nacht wurde er mit 70, 80 anderen Wiener Intellektuellen, Politikern, Industriellen in dem sogenannten Prominententransport nach Dachau gebracht. Da war übrigens auch der ehemalige, inzwischen verstorbene
österreichische Bundespräsident, nein, Bundeskanzler Bruno Kreisky mit dabei. Er kam dann über verschiedene Stationen nach Auschwitz und ist dort von einem Mithäftling erschlagen worden. Der wollte sich lieb Kind machen. Es war ein paar Tage vorher, war eine Abordnung der IG Farben im KZ Monowitz und einer von den Industriellen meinte, also der Jude da hinten, der könnte auch ein bisschen schneller arbeiten. Das war der Fritz Löhner und um sich beliebt zu machen, hat ein Kapo, ein Mithäftling, den Fritz Löhner ein paar Tage später erschlagen. Auch seine Frau und seine Tochter sind von den Nazis umgebracht worden. Als Sigi in der Wiege lag, da war es schon zu sehen, der wird so wunderschön, wie ein Standbild außerdem. Und so vergingen Jahr und Tag, der Sigi wuchs heran, voll Neid war jeder Mann, da sagte man. Der Paolo Montis ist in Budapest geboren und kam noch vor dem Ersten Weltkrieg nach Wien, nach Berlin und hat dort in den verschiedensten Kabaretts Parodien erstmal gemacht, mit einer unglaublich variablen Stimme konnte er vom Sprechgesang wieder in den Gesang rüber, konnte sich selbst unterbrechen mit witzigen kleinen Anmerkungen. Man hört es ja auch auf den Musikbeispielen dann sehr, sehr, sehr gut und war vor allem dann auch nicht auch im Rundfunk ein sehr gern gesehener Gast, hat bestimmt dann die 80, 100, 120 Schellerplattenaufnahmen gemacht, die alle sehr, sehr, sehr rar sind und unter den Sammlern auch sehr, sehr teuer gehandelt werden. Er war schwul und hat das auch nicht verleugnet, hat es teilweise nicht aufdringlich, aber teilweise auch Themen zum Thema seiner Auftritte gemacht und war vor allen Dingen in diesen Kabarettistenkreisen der damaligen linken Szene, wenn Richard Heimann, Friedrich Holländer, Kurt Geron, Annemarie Hase, Kurt Tucholsky, Walter Mehring und wie sie alle hießen, hat deren Lieder gesungen und hat in deren Produktionen mitgewirkt. Es gab zusätzlich dazu, dass er Jude war, also noch zwei Gründe, dass die Nazis ihn auf der Liste hatten. Sie haben ihn dann auf seiner Flucht aus dem Zug geholt. Sie haben ihn nach Sachsenhausen ins KZ verfrachtet und dort hat er sich, nachdem er es ein halbes Jahr ausgehalten hatte, dass die KZ-Wärter, aber auch die Mithäftlinge ihn einfach gehänselt hatten wegen seiner Homosexualität. Er hat sich dann aus Verzweiflung aufgehängt in seiner Zelle. Diese Musik der 20er, 30er Jahre mache ich jetzt schon seit 25 Jahren und es ist etwa 20 Jahre her, dass ein Veranstalter mich bat, ich möchte doch so lockere Konferenz machen an einem kleinen Nachmittag, an dem wir mit unserer Gruppe diese Musik live aufgeführt haben. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon über längere Zeit die Biografien recherchiert. Und thematisch hatte ich mir gar nichts vorgenommen für diesen Nachmittag, sondern wir spielten einfach die Titel, die wir sowieso immer spielen und einfach auch gerne spielen, auch passend sind. Und dann fiel mir also dann doch während der ersten Hälfte wirklich die Klappe runter, weil ich eigentlich über jeden Titel hätte sagen können oder sagen müssen. Ich habe es dann eingeschränkt, weil es wie gesagt gar nicht Thema der Veranstaltung war, dass der Texter, der Komponist, der Erstinterpret von den Nazis verfolgt worden ist, dass sie ins Exil gehen mussten oder im KZ umgekommen sind. Und nachdem ich dann schon einiges Material zu Hause hatte, habe ich dann ganz gezielt in den letzten 20 Jahren das Material um diese Menschen herum gesammelt. Yeah.